Am 26.11.2015 fand in der Aula der Fachhochschule Campus 02 der alljährliche akademische Diskurs zum Thema Time for Change – Steuerrecht und Rechnungslegung im Wandel statt. Herzlich willkommen zum akademischen Diskurs zum Thema Time for Change – Steuerrecht und Rechnungslegung im Wandel. Unsere Studierenden lernen an Praxisprojekten und wir hoffen, dass die Unternehmen von dem, was wir hier erarbeiten, auch profitieren. Vielleicht ergibt sich auch der eine oder andere Kontakt, an dem Sie und wir in der Zukunft weiterarbeiten können. Viel Erfolg! Als Kernpunkt der Veranstaltung wurden die Studien zu den Themen Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 und Steuerreform 2015-2016 präsentiert. Das REC 2014 wurde eingeführt, um eben die EU-Bilanzrichtlinie in österreichisches Recht umzusetzen. Was waren die Ziele dieses Rechnungslegungsänderungsgesetzes? Einerseits die Modernisierung, dann Vereinfachungen, jede Menge für Klein- und Kleinstunternehmen und schließlich auch eine Annäherung an das Steuerrecht. Im Zuge dieser Veranstaltung hatten die Studierenden des Bachelorjahrgangs 2013 die Chance, ihre Praxisprojekte und Studien vorzustellen. Die zentralen Fragestellungen unseres Projekts lauteten: Erstens, wie haben steirische Kapitalgesellschaften die Bewertungswahlrechte des UGB ausgenutzt? Zweitens, welche unmittelbaren Auswirkungen auf das Eigenkapital aufgrund des REC erwarten die befragten Kapitalgesellschaften? Und drittens, haben Unternehmensgröße und Eigenkapitalquote bei der Ausübung von Wahlrechten einen Einfluss? Ein Auftrag des Finanzministers war es dann, relativ rasch eine Steuerreform durchzuführen. Das hat er auch getan, hat sie konzipiert und hat von Anfang an gesagt, und diesen Befund möchte ich gerne mit ihm teilen, Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern vielmehr ein Ausgabenproblem. Ziel unseres Praxisprojekts war es, die monatliche Entlastung, die sich aufgrund der Steuerreform 2015 und 2016 ergeben wird, besonders für die österreichischen Familientypen aufzuzeigen. Und zwar haben wir Familien und Transferleistungen identifiziert und diese in einer Abgabenvergleichsrechnung integriert. Wenn wir uns die Grafik im Gesamten nun anschauen, dann können wir durchaus erkennen, dass das Bestreben der Transferleistungen, die unteren Einkommensschichten zu stärken und einen homogenen Verlauf der Einkommensschichten zu gestalten, durchaus gelungen ist. Zu Ende des offiziellen Teils wurden namhafte Experten aus der Wirtschaft auf dem Podium zur Diskussion begrüßt. Österreich liegt mit einer Abgabenquote von 44,3% an oberster oder unterster Spitze, wie man das auch immer darstellen kann. Das heißt natürlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit von unserem Standort leider, wir beobachten ja natürlich auch immer wieder die internationalen Rankings, nicht zunimmt. Das heißt, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Wo wir ein Problem haben, ist die Art und Weise, wie der Gesetzgeber uns Dinge vorschreibt, die in vielen Bereichen nicht realisierbar sind. Aber die Steuerreform ist nur eine Tarifreform und sie ist also in keinster Weise eine strukturelle Reform. Wir haben eine unwahrscheinliche Komplexität im ganzen Abgabensystem. Das also wirklich, ja, man auch als Experte wirklich kaum mehr durchblicken kann. Jede Steuerreform benötigt eine Gegenfinanzierungsmaßnahme. In diesem Fall tragen das die Unternehmen und die Wirtschaft. Ich glaube, ganz wichtig, die Wirtschaft tragt ihren Teil in vielen Punkten und deshalb sehen wir auch den Faktor, dass wir jetzt auch einmal so diese, vor allem wie ich schon angesprochen, Investitionsanreize auch dringend benötigen würden. Die Gegenfinanzierungsmaßnahmen fehlen teilweise, haben Sie ein bisschen den Eindruck, als ob man sagt, ja, man nimmt überall ein Schräubchen dazu und dann wird sich insgesamt, fühlt sich jeder gleich betroffen und dann ist es vielleicht am ruhigsten. Muss man überhaupt die ganzen 5 Milliarden, die man jetzt dem Land zurückgibt, da wirklich an anderer Stelle wieder reinkriegen? Weil im Prinzip wäre eh genug an Einnahmen da. Wir sollten darauf achten, dass die kalte Progression abgeschafft wird, damit wir diese quasi ständigen Diskussionen der Steuerreform nicht ewig führen müssen. Das Thema kalte Progression, ja, das ist, ich sage immer, wir haben jedes Jahr praktisch eine sehr unehrliche Steuererhöhung gehabt, ja, nämlich unehrlich deswegen, weil sie einfach nicht publik geworden ist. Es ist halt einmal ein Faktum, dass unsere Staatskasse
leer ist. Trotz Senkung der Steuer, und zwar massiver Senkung des Steuersatzes, trotz Einführung der Gruppenbesteuerung, ist das absolute Steueraufkommen gestiegen. Was die österreichischen und vor allem unsere Unternehmerinnen auch am meisten belastet, ist der sehr oft nicht nachvollziehbare bürokratische Aufwand. Ein großer Effekt, der jetzt auch in der Steuerreform positiv verändert wird, ist noch das Thema Forschungsprämie, vor allem für innovationsgetriebene Unternehmen. Die Forschungsprämie wieder von 10% auf 12% erhöht. Da muss man natürlich nur darauf achten, dass nicht dann auch von Seiten der Finanzamt eine Bemessungsgrundlage gedreht wird. Das ist die Befürchtung, die wir haben, dass es am Ende dann doch wieder nur Nullsummenspiel ist. Und auch das Thema von Nebenkostensenkung, was jetzt in den letzten Tagen auch in den Medien kolportiert worden ist, das sind jetzt zwar nur kleine 0,1 Prozentpunkte, aber auch das wäre mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Also ich stelle mir regelmäßig Strukturfragen meines Unternehmens. Ist das überhaupt noch sinnvoll, was ich da heute mache? Oder gibt es vielleicht irgendeine Erneuerung oder eine Verbesserung? Irgendwie kommt mir vor, wir tun immer nur dazu. Es kommt nie irgendwas weg. Sehen Sie da irgendwie eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, Reset, wir starten komplett neu? Ja? Ich denke schon, dass das möglich ist, ja? Da jetzt einmal wirklich so ein Reset zu machen. Faktum ist nur, es ist sicher unglaublich viel Arbeit und es kostet sehr, sehr viel Zeit. Angekündigt ist es für uns fürs nächste Jahr. Teilweise fehlt es halt auch an politischem Willen und Mut, nehme ich einmal an, weil man die Dinge halt auch nicht schwer abschätzen kann, was dann abgabenseitig passiert. Aus der spannenden Diskussion zu den Themen ging hervor, dass die Steuerreform eine notwendige Tarifreform ist und der Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt werden sollte. Darüber waren sich alle Teilnehmer einig. Ich würde ganz klar wünschen, ein Vereinfachungskonzept oder eine Vereinfachung der Lohnverrechnung vielleicht so auch, dass ich es dann einmal verstehe. Ich würde mir Investitionsanreize wünschen. Arbeitszeit flexibilisieren, ich glaube, das wird dem Standort am meisten helfen. Wir haben in unserem Unternehmen mündige Mitarbeiter, die ich nicht bevormunden muss, was das Thema Arbeitszeit angeht, die man nicht schützen muss. Ich glaube, die Zeit sind wir längst hinweg und das, glaube ich, wäre wirklich ein Thema. Die Flexibilisierung könnte den Standort massiv stärken. Unternehmerisches Tun darf nicht kriminalisiert werden. Unternehmerbilder oder Unternehmer sind Vorbilder und keine Feindbilder. Über 300 Gäste nutzten im Anschluss an die Veranstaltung die Möglichkeit zum Networking am Buffet. Viele informierten sich an den Ausstellungsständen über die weiteren sehr interessanten Praxisprojekte. Das Organisationsteam des akademischen Diskurses und die Studierenden des Bachelorjahrganges 2013 durften sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. Ich habe einerseits die theoretischen Einleitungen sehr gut gefunden, weil es für alle Teilnehmer einen guten Überblick gegeben hat über die beiden Themengebiete. Dann die Studien, die die Studierenden präsentiert haben, waren sehr, sehr gut, auch von hoher Qualität. Und ja, in der Podiumsdiskussion hat man gesehen, dass das Thema doch auch sehr emotional besetzt ist und, glaube ich, hat sich eine spannende Diskussion am Ende des Abends dann entwickelt. Es war, glaube ich, eine sehr gute Mischung aus der Arbeit der Studierenden und der Fachhochschule und den Eindrücken, die die Unternehmungen mitnehmen konnten. Ich finde es generell sehr schön, dass es so etwas am Campus stattfindet und dann so ein Treffen zusammenkommt in einer solchen Atmosphäre. Und wir dann eben auch die Gelegenheiten haben, hier am Campus die Studentinnen und Studenten einmal kennenzulernen. Und das ist immer eine sehr schöne Aufgabe, die ich auch immer gerne übernehme. Am besten gefallen haben mir die Präsentationen von den Studierenden, die erstens einmal sehr professionell vorgetragen haben und das Inhaltliche auch hervorragend war. Also das war für mich ein besonderer Highlight des heutigen Abends und natürlich auch, dass so viele Besucherinnen und Besucher bei der Veranstaltung waren.